Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin der Neflatur und ich heiße euch herzlichst willkommen. Ja, was machen wir in dieser Folge? Was haben wir in der letzten geschafft? Also wir haben hier auf jeden Fall neue Gehege gebaut. Zwei kleine Gehege. Das hier hinten, ziemlich cool geworden, wird abgedeckt durch diesen Tower hier. Ich zeige euch mal die Abdeckung, dann ist es einfach. Ja, schaut euch das mal an. Ziemlich cool. Man glaubt es kaum, aber es ist gut in der Abdeckung drin. Dann haben wir hier noch ein Gehege, dann haben wir hier drüben das Gehege frei gemacht und ausgebaut und zugemacht. Und guckt euch mal diese Ecke an, die ist auch cool geworden mit dem Beobachtungsturm, der hier drüben noch dicht macht und und. Schönes Gehege, schön geworden. Kommt der T-Rex rein und vielleicht noch irgendein kleinerer Fleischfresser oder so. Mal gucken, ja, T-Rex ist natürlich, der verträgt sich mit nicht so vielen anderen Sauriern. Wir müssen mal gucken, ob das hier funktioniert. Ansonsten bauen wir da noch irgendwie einen großen Langhals oder sowas mit rein. Genau. Wir werden dann den Umzug stattfinden lassen. Hier die Triceratops hier vorne rein, würde ich sagen. Und hier hinten nochmal. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Sabotage, Leute. Eine andere Abteilung steckt dahinter. Ja. Eieiei, guckt euch das mal an. Ah, das war die Sicherheitsabteilung. Die Lumbombazis, die machen wieder Ärger. Das müssen wir machen. Naja, auf jeden Fall, das ist die Aufgabe. Viel Umzug jetzt. Jetzt kommen dann auch ein paar Deckelfleischfresser. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Übergebe das Steuer. Sabotage beseitigt. So, jetzt gucken wir mal. Hatte Andrea, der hat es wieder nicht geschafft, der T-Rex. Aber es geht. Es geht. Hier ist einer. Guckt. Und wir brauchen aber auch zwei. Sonst rebelliert er. So, unsere beiden Spinos haben es geschafft. Jawohl. Da müssen wir den einen allerdings verkaufen. Und zwar ihn hier. Der muss dann raus, weil. Würde er? Das ist die Frage. Würde er überleben, wenn wir ihn zum T-Rex reinpacken? Oder der T-Rex? Würde der T-Rex überleben? Würde er den T-Rex platt machen? Eine gute Frage, ne? Aber wir könnten mal versuchen, ihn hier rüber mit zu den anderen Bestien, zu den Sokominus, die ja wirklich, das sind ja wirklich die Oberbestien schlechthin, finde ich, damit reinpacken. Da muss auch noch irgendwas anderes mit rein. Das ist ein viel zu großes Gehege, nur für die Pflanzenfresser. Wir hatten da Pflanzenfresser drin, im Ernst. Okay. Ja, ist ja ganz schön wild unterwegs, du. So, das probieren wir jetzt mal. Wir betäuben ihn und hauen ihn einfach mal rüber zu den Sokominus. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal. Einer von beiden wird auf jeden Fall. Hat sie wieder nicht geschafft, Leute. Aber es funktioniert. Schaut, wir haben schon einen. Wir müssen einfach nur beharrlich weiter dran glauben, sozusagen. So. Wir ziehen die Triceratops um. Da ist einer. Bestätigt. Da ist noch einer. Bestätige Aufgabe. Da ist auch einer. Aufgabe erhalten. Das auch. Kein Problem. Da ist noch einer. Ah, Plätze voll. Verflixt. So. Na, kriegt das hin? Mit dem Spino. Warum ich den Spinosaurus jetzt nicht verkaufe einfach, ist, weil natürlich, wenn ein anderer Dinosaurier den Spinosaurus erlegt oder der Spinosaurus einen anderen erlegt, steigt die Wertung. Und zwar nicht wenig, weil der Spino nämlich eine gute Wertung hat. Um die Hälfte der Wertung, glaube ich, des Sauriers, der erlegt wird, steigt es. Und deswegen hauen wir den jetzt mal zu den Sukus mit rein. Die hammerkrass, also die gefallen mir richtig, richtig gut. Da müssen wir auch nochmal die Gitte und der Kalle
Da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da nicht noch mehr rauskriegen aus denen. Farblich zum Beispiel. So, der Umzug kann stattfinden. Der erste ist schlafen gelegt worden. Kommt hier rüber. Nummer 2 schläft. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Nummer 3 wird er gleich erlegen. Oder erlegen klingt jetzt nicht richtig irgendwie. Na, schaffst du es? Produkt zugestellt. Ah, schon wieder nicht. Einfach beharrlich weiter. Wir kriegen ja wieder was raus und wir haben Geld wie Heu. Wir können das uns schon leisten. So, einfach mal. So, hast du ihn jetzt? Immer noch nicht. Doch, da. Der Defender. Produkt wird eingesammelt. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob das Gehege für die ausreichend ist. Na, auf jeden Fall. Das gefällt ihm gut. So, dann kriegt er jetzt noch eine schöne Futterstation rein. Verbaut, tatsächlich. Achso. Dann setzen wir die einfach mal hier hin. Zack. So, und da unten bauen wir auch noch eine hin, die kommt. Hier hin. So, wunderbar. Produktzustellung bestätigt. Da rein, zack, zack. Den haben wir ja die Hyangos drin, ne? Jo, was haben wir denn da noch? Ah ja, die kleinen. Mhm. Ihr könnt auf jeden Fall noch Bestand mehr. Ihr auch. Allerdings nicht mehr so viel. Vielleicht packen wir. Die Hyangos haben auf jeden Fall ihr Sozialding noch viel mehr. Vielleicht packen wir da irgendwas raus. Die Hyangos oder die Renner. Rauspacken. Und lieber die Renner dann. Na, da brauchen wir sie nie reinpacken. Ah, hier wird es jetzt spannend, Leute. Richtig spannend. Es wird bestimmt bald einen Fight geben. Das kann sich nur noch um Minuten handeln. Dann geht's da ab. Zustellung abgeschlossen. So, haben wir da noch einen, der rumliegt? Sind alle Triceratops rüber. Sieht so aus. Yes. Wie sieht's bei euch jetzt aus? Kommt ihr hier gut klar? Jo, ihr könnt sogar noch einen mit aufnehmen, ne? Und irgendwelche andere Rasse noch. Irgendwas. Irgendwie so Panzerechse passt bei euch auf jeden Fall auch noch mit rein. Ah, schade, schade, Leute. Das ist das. Das ist so ein Ding gerade. Hier lassen wir mal die beiden Spinos raus, die zwei neuen. Geil. Zack. Boah, da kriegst du richtig Gänsehaut, wenn der schreit. Da haben wir den Nord. Da ist irgendwas kaputt. Kümmere mich um Reparatur. Mal reparieren. Da drüben. Füllen wir auf. Bestätigt. Ja, ihr, kommt ihr etwa klar miteinander, oder?
gebe euch mal noch, ihr habt bestimmt einen Jagdinstinkt, ne? Da gebe euch mal noch eine Ziege. Das arme Tier. So. Wie der Spino einfach mal viel, viel größer ist. Vertragen die sich am Ende noch? Die zwei. Das wäre ja wild. Dann haben wir da vielleicht einen Baryonyx rein. Das wäre ja mal was, wenn die miteinander klarkommen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Sammle Produkt ein. So. Die Tilos werden jetzt dann wahrscheinlich durchdrehen. Wir brüten uns hier mal noch den Triceratops aus. Mit dem Besten, was wir da modden können. Und einer schönen Wüstenfarbe. Da sind wir schon maximal. Da sind wir maximal. Hier brauchen wir eigentlich nichts zu machen. Da geht noch was. Und sozial können wir natürlich hier auch weitermachen. Und das weiter erhöhen. Wo wir allerdings das Problem kriegen, dass sich der Bestand natürlich nicht erhöht, ne? Leider. Das wäre natürlich dann schon geil. Aber wir machen es trotzdem. Und wir brüten uns einen aus. So, und jetzt kommt es drauf an, was brüten wir uns denn noch aus? Irgendwie eine coole Panzerechse. Wir haben ja gesagt, Ankylo können wir vielleicht noch machen. Ne? Der 1 bis 4 bis 8, 0 bis 8 wollen wir haben. Dann kriegen wir das vielleicht noch auf 5 hoch. Dann kommen wir beim anderen 7 plus 5, genau, 12. Nicht so gut, auf 16 waren wir. Wie schaut es denn bei dir aus? 1 bis 5 bis 8 auch nur bis 18. Der kommt auch ganz gut klar. Soziale Gruppe. Haben wir hier nach unten gemoddet, Chunkingo. Haben wir, glaube ich, aber im anderen Gehege schon mit drin. Dann Dracorex vielleicht. 1 bis 8 bis 12 würde der gehen. Das ist ja schon mal ganz interessant. Wie sieht es denn hier mit dem aus? 4 bis 10. 10 ist zu viel. 10 ist zu viel, aber 16. 6 zu Ceratops, 10. Das würde super gut aufgehen, Leute. Wir könnten da auf jeden Fall einen Gigantospinosaurus reinmachen. Einen Gigant-Spinosaurus. Das würde auf jeden Fall gehen. Hyangosaurier haben wir drüben. Den hier würden wir bis auf 11 würden wir vielleicht runterbekommen. Aber das würde gut aufgehen. Weil der Triceratops, wenn ich mich nicht täusche, bis 16 geht. Bis 7 haben wir. Wir haben dann aber 6 Stück drin jetzt momentan. Würde sehr gut aufgehen. Das machen wir ja kaum. Wir brüten uns davon einfach mal 10 Stücke aus und hauen die mit in das kleine Gehege da rein. Das machen wir. Dann ist das Gehege aber wirklich top ausgenutzt. Da geht dann nicht mehr viel. Was braucht denn der? Das könnte uns natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Aber da hauen wir jetzt einfach auch noch enger Raum 3.0 rein. Ich glaube, unser T-Rex hat es wieder nicht geschafft. Niedrige Gesundheit. Irgendein Saurier hat niedrige Gesundheit. Oh. Fetzt sich am Ende. Nee, die fetzen sich nicht. Oder? Doch. Die haben sich. Doch. Aber es hat funktioniert. Oh, Leute. Unser T-Rex. Juhu!
es hat funktioniert. Wir haben ein Gehege mit zwei T-Rex. Jetzt muss er sich dann da drin nur noch wohlfühlen. Geil. War ein langer Weg, aber hat funktioniert. Da haben wir auch schon das Maximum gehabt, ja. Da können wir auch noch mal enger Raum machen. Wir sind jetzt schon mal 57 minus. Das lassen wir mal. Ich glaube, das passt schon so. Finde es ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, den Zaun eines Geheges oder so oder auf der Ansicht. Vielleicht gibt es das, ich muss mal genauer umgucken. Ich habe das letzte Folge oder vorletzte Folge schon eine Ansicht gefunden, die ich noch überhaupt nicht kannte. So, und hier könnten hier auf Gruppe, könnten wir auf 11 noch hochgehen, aber das ist auch Quatsch. Nee, der ist standardmäßig ist der schon perfekt eigentlich. So, okay. Na dann brüten wir uns davon mal ein paar aus, wa? Die Triceratops lassen wir raus. Und unsere T-Rexe, Leute. Wir schauen sie uns an. Die Szene geben wir uns. Lang hat es gedauert, bis der es geschafft hat. Der ist sehr hell. Boah. Jawoll. Okay, reden wir über Profit. Wir müssen die Ziele erreichen, von denen ich Ihnen erzählt habe. Koste es, was es wolle. Manchmal ist es einfach nicht angebracht, alles zu geben. Und da ist Nummer 2. Irgendwas ist immer, stimmt's? Oh, haben Sie nicht gehört? Ein Sturm der Kategorie 5 wird demnächst über uns hereinbrechen. Es wird einem nichts geschehen. Ja, super geil. Also stellen Sie sicher, dass wir die richtigen Vorkehrungen treffen. Mhm. Schützen Sie unsere Tiere und uns selbst und die Gäste. Verstanden? Ja. Die Tiere fürchten den Sturm. Und wie Sie sicherlich wissen, haben wir hier keine guten Erfahrungen mit Schlechtwetter gemacht. Bleiben Sie wachsam. Na geil, und Leute. Einsatzbereit. Mhm. Naja, das wird wieder was werden, du. Wir sind jetzt bei 17, 18 Minuten. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht noch die T-Rex rüber ins Gehege fliegen. Wisst ihr, was wir noch schnell machen? Wir stecken uns hier noch irgendwie eine Ranger-Station irgendwo hin. Da würde auch noch ganz gut eine hinpassen, ne? Würde vielleicht sogar ganz Sinn ergeben hier oben. Wenn wir da eine Ranger-Station hätten. Das machen wir jetzt einfach. Zack. So. Und dann können wir die Straße wieder wegmachen und dann können wir hier noch richtig ordentlich Gebäude und dann ist das eigentlich echt gut. Eine Ranger-Station hier oben zu bauen ist praktisch, weil wir hier natürlich ganz schnell überall vor Ort sein müssen. Ein gewaltiger Sturm. Oh, 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 oh. Der wird sogar
schon so angezeigt, dass der hier einen ablaufenden Timer hat. Ich glaube, das wird echt witzig. Unterwegs zum Kampf. Wer wird gewinnen? Desmond zerfetzen sie sich. Oh ja. Oh, der Spino. Der Spino gewinnt es. Oh, oh. Die Gitte geht drauf, oder wie? Ja, oh, ist es wieder offen? Alter, was für ein Schrei. Und da gehen sie sich wieder aus dem Weg. Ja, die können sich richtig gut leiden, die zwei, du. So, ein T-Rex ab ins neue Gehege. Mal gucken, ob er sich wohlfühlt. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Grasland geben. Das kann sein. Wollen wir mal die Futterstation anmachen hier. Und wieder Wasser geben. Da könnten wir mal ein bisschen was Lustiges bauen hier. So, dann lassen wir jetzt mal eben schnell die Leute in die Schutzräume. Und da kommt ja schon der Tornado. Oha. Oha, oha. Ein Todesaurier. Ein Triceratops ist gestorben. An Altersschwäche vermutlich. Ja. Oh Mensch. Und natürlich fährt hier haben wir jetzt vielleicht mehr Arbeit. Aber die neuen Gebäude scheinen ein Erfolg zu sein. Ah, der fährt natürlich voll durch den Park durch. Mitten rein. Und hier haben wir einen toten Saurier, auch an Altersschwäche gestorben. Okay. Na, die wollten wir ja sowieso mal umziehen. Ne? Stromabwehrstation wurde beschädigt. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Ah. Der Strom geht kaputt und da fährt er rüber und macht das wahrscheinlich hier zäunig, oder? Da drüben sind die Zäune auf jeden Fall kaputt. Das müssen wir reparieren. Bevor wir das hier machen. Schnell, bevor die Spinos ausbrechen. Das wäre überhaupt nicht gut. Da sind noch die Dilos drin. Ah, das wäre katastrophal. Ah, verdammt. Leute, wir waren zu langsam. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Obi. Sturm ist abgezogen. Mann, was für ein Chaos. Wir sind dabei, den Schaden abzuschätzen. In der Zwischenzeit müssen wir den Park wieder betriebsbereit machen. Ja, außerdem bin grad dabei. Müssen wir den guten Ruf unserer Unterhaltungsstandards wiederherstellen. Sie werden diesen Ort nie wieder so hinkriegen, wie er war. Ist aber egal. Wie alles andere auch. Für Sie zumindest. Chers visiteurs, la mesure de précaution.
Ah! Wo will der hin? Eingehende Übertragung. Yay! Mission abgeschlossen. 3 Millionen lebhaft ist jetzt verfügbar. Sehr nice. Sieht ganz so aus, als würden wir uns langsam erholen. Das hätte ich ohne sie nie hinbekommen. Also danke. Moment mal, was weiß Wu über sie, dass sie von mir verbergen wollen? Ich mag mysteriöse Dinge, wirklich. Ein Mysterium ist immer Chaos, nur von der falschen Seite betrachtet. Aha, na, da stimme ich jetzt nicht ganz zu. Ich weiß nicht, ob sie sich als Entertainer gesehen haben, als das alles begann. Doch jetzt sind sie hundertprozentig einer. Zusammen haben wir unsere Gäste begeistert und ihnen Erfahrungen geboten, von denen sie bis vor kurzem nur träumen konnten. Warum kann ich besser nicht. Geht's nicht. Und das bedeutet, dass sie alles für die Unterhaltungsabteilung getan Strom haben. Strom leer, okay. Stromprobleme. Ah, hä? Ach so, wahrscheinlich aber irgendwo eine Verbindung. Mhm. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, da müssen wir mal 2 Verbindungen von der anderen Seite auch noch legen, falls eine Seite damaged ist, dass wir dann noch Strom von der anderen Seite kriegen. So. Strom ist für 10 Minuten lang. Das nehmen wir mal an. Ihnen die Möglichkeit, ihn sich als erstes zu schnappen. So, wir holen mal den Heli und dann geben wir hier den Befehl, die Sauer zu betäuben, die ausgebüxt sind. Aufgabe hinzu. Kommt auf die Liste. Kein Problem. Ach, die T-Rexe auch, ja. Mhm. Sauber. Was auch immer bei den T-Rexen das Problem ist. Füge Aufgabe hinzu. Aufgabe erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Reparaturtrupp unterwegs. Ja, das ging aber doch, oder? Das haben wir doch ganz gut in den Griff gekriegt. Bestätigt. Bestätige Aufgabe. So. Schicken wir mal alle raus, ne? Reparaturtrupp meldet sich zurück. Füge Aufgabe hinzu. Anfrage bestätigt. Einverstanden. Na? Wir haben in dem Park ja auch noch überhaupt keine Velociraptoren, ne? Das fehlt ja total noch. So. Das ist ja eigentlich total ruhig noch. Tornados, Velos, das passt super zusammen. Leg dich mal schlafen, mein Freund. Das ist auch einer. Oh Mann. Geh schlafen. So, dann lassen wir mal wieder laufen. Eieiei. So, Transportteams. Was haben wir denn da? Ja, Diplodocus. Ja, da rein. Da noch ein Dilo. Noch ein. Rex hier, dann haben wir einen Diplodocus da. Zur Abholung des Produkts. Jetzt sind wir schon wieder. Der läuft, der schläft, ja? Ja, der wird schon abgeholt, alles klar. Ja, das ist ja nochmal ganz gut ausgegangen hier, dass die Spinos nicht ausgebrochen sind, ist auch sehr gut.
Fühlen die sich wohl eigentlich? Nee, die fühlen sich wohl. Ah, schau ich das mal an. 3 Stück von diesen Bestien hier drin. Richtig cool. Schau doch mal die Menge von Leuten an. Wo kommt ihr denn alle her? Wollen wir mal aufmachen. Und Kalle und Ding fetzen sich schon wieder. Wundert mich, dass da noch keiner draufgegangen ist. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal die Zäune aufbauen. Er hängt sich am Schwanz vom T-Rex fest. Oh Mann. Wir sind leider auch schon am Ende wieder dieser Folge, Leute. Das war eine super spannende Folge. Ich hatte richtig Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ja, dann gebt doch der Folge einen Daumen nach oben. Das würde mir sehr gefallen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mir das auch sehr helfen, wenn ihr meinen Kanal hier auf YouTube abonniert. Und natürlich würde es mich auch wahnsinnig wieder freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich glaube, dann bringen wir das hier noch zu Ende. Geben wir noch den Befehl. Ist der jetzt betäubt? Ja, ist der betäubt worden. So, dann geben wir noch den Befehl. Den Blutglukos hier rüber. Und die beiden Rexy hier rein. So, und dann sind wir damit am Ende dieser Folge. Oh, da gibt es wieder jede Menge Todesaurier. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ne? Also, ich sag mal, bis dann. Euer Neflatur.